ihr lieben Makerlein. Ja, erstmal einen Schluck Kaffee. Ah, der Tag war anstrengend und das Powernap gerade eben hat richtig, richtig gut getan. Was mache ich heute mit euch? Wir machen heute, ihr seht schon hier, ist ein Multimeter aufgebaut. Warum? Ich war so doof, dass ich dieses Kabelgewirr hier nicht richtig gekennzeichnet habe, bevor ich es in die Kabelkette mit eingebaut habe. Die Kabelkette ist mittlerweile fertig und ich habe keinen Bock, die Kabel wieder rauszureißen. Brauchen wir auch gar nicht, weil wir haben ja dieses schöne Gerät hier. Na, ist ganz cool. Und damit können wir das nämlich durchtesten. Ich habe hier oben schon mal, das zeige ich euch gleich mal hier. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es seht. Tada, hier hinten. Da ist schon der erste Stecker dran. Das ist der erste Stecker quasi für die Endstops hier unten, für die XY-Endstops, beziehungsweise das Kabel, was durch die Kabelkette hier hinten durch ganz rauskommt. Und das müssen wir jetzt nochmal durchtesten entsprechend. Zumindest mal, also hier oben weiß ich, dass das passt. Ja? Also das hier, das habe ich schon getestet. Das andere Kabelpaar muss ich nochmal testen, weil hinten kommen zwei gelbe Kabel noch raus und ich weiß nicht, welches ist. Dementsprechend, ich habe hier mal was vorbereitet, gucken wir uns mal an, was wir denn machen. Wir haben hier klar, schwarz auf schwarz und rot kommt auf V oder Ohm. Ja, das sind hier die... Ich mache euch nochmal eine Nahaufnahme rein, aber bei mir ist das hier drüben. Da. Das da. Ja. Und dann stellt ihr das Multimeter auf dieses Symbol ein. Hier oben auf dieses WLAN-Symbol, wenn man so will. Dieses Funkwellensymbol. Das bedeutet nämlich, dass wir damit quasi das Ganze durchtesten können. Was bedeutet das? Ich zeige es euch mal kurz. Ich mache mal kurz an. So. Kein Signal. Signal. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal... Hier habe ich noch ein weißes Kabel. Ich teste jetzt einfach mal da dran. Und gehe da dran, das sind zwei getrennte Kabel, kann keinen Kontakt geben. Von daher kommt kein Signal. Das machen wir weg. Jetzt habe ich aber hier ein Kabel. Ich gehe dran. Und ich gehe dran. Und es piepst. Ich habe mein Signal. Genau das gleiche Prinzip machen wir jetzt hier. Das habe ich auch schon mal durchgetestet, entsprechend mit dem Endstop da hinten. Das war ein bisschen frickelig, weil die Kabel ganz da hinten jetzt liegen. Ja, kann ich vielleicht mal gerade... Kommt mal her, weil ihr es seid, weil ihr es seid. Ich nehme die Kabel mal hier vorne hin. Kommt ein Ton, ne? Kommt ein Signal. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie ich das so hingelegt bekomme. So, es piepst schön. Jetzt drücke ich hinten auf den Endschalter. Ist das nicht geil? So kann man quasi den ganzen Drucker durchtesten. Das finde ich echt super. So weiß man auch, dass alles funktioniert. Genau. Und das machen wir jetzt. Ne, da ist nichts runtergefallen. Gut, oder? Doch, da ist was runtergefallen. Ha! Habe ich es doch gewusst. Ich habe mit meinem Ärmel hier entsprechend die Terminals runtergefegt. Super. Und jetzt testen wir einfach mal das zweite Kabelpaar durch. Ich habe hier hinten, wo kommen die Kabel raus? Da kommen die Kabel raus. Na, 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 na. Und dort haben wir die gelben Kabel. Ich muss jetzt mal so ein bisschen hinter der Kamera, ich rutsche es mal noch ein Stück vor, dass ihr den Voron ein bisschen besser seht. Jetzt gehe ich hier oben an den einen dran. Und dann testen wir mal, wo ist das gelbe Kabel? Das sind die gelben Kabel. Ne, bleibt da liegen. Kein Signal. Okay, dann kann es eigentlich nur noch das andere gelbe Kabel sein. Das versteckt sich hier. Klemme ich mal gerade fest. Ja, ich habe die Aufsätze zum Festklemmen. Da gibt es noch so Greifzangen. Das ist es. Da kommt doch ein Piepsignal. Das hört sich doch gut an. Das bedeutet, wir haben unser zweites Kabelpaar gefunden. Jetzt muss ich das nur mal hier gerade rausklabuftern. So. Ich habe natürlich in weiser Voraussicht schon mal entsprechend das falsche Kabel gekrimmt,
weil ich gedacht habe, ja, okay, das war das Richtige, habe aber das falsch erwischt und habe mich gewundert, warum da nichts passiert. Bin ich dann rausgefunden habe, ey, da gibt es noch ein drittes Kabel. Das haben wir jetzt ja gerade rausgefunden. Genau. Ach ja. So. Das bedeutet, dieses Kabelpaar hier ist das Richtige. Das markieren wir gerade mal. Ja. Ich habe leider nur einfarbiges Elektrotape, also dieses schwarze hier habe ich hier nur hier. Aber das spielt keine Rolle, so können wir nämlich entsprechend damit schon mal arbeiten. Genau. Das zweite wäre jetzt anzufangen, komplett hier oben unter der Haube, nichts in Aufkriege, so. Da nochmal alle Kabel entsprechend durchzutesten, beziehungsweise hier unten halt entsprechend und die dann hier rein zu verbinden. Die Kabel von den Lüftern und alles drum und dran müssen, glaube ich, auch nochmal ab, oder? Ne, das könnte sogar sein, dass ich einfach nur ein Molex. Ne, da muss ich wirklich nur noch, puh, habe ich Glück gehabt, habe ich echt Schwein gehabt. Da muss ich nur noch darauf achten, dass ich den richtigen Stecker auf die andere Seite drauf packe und dann können wir die eigentlich gleich mal verbinden. Ich teste mal gerade durch, ob das funktioniert. Und zwar müsste rein theoretisch gesehen das Männlein-Steckerchen mit den Female-Steckerchen-Terminals passen. Ja, passt. Das bedeutet, wir können das auch gleich mal durchbauen und dann das ganze Hotend verkabeln. Das wird natürlich lustig, wenn ich jetzt hier den ganzen Kram testen muss. Deswegen gibt es einen Schnelldurchlauf und ich lasse währenddessen die Kamera laufen und wir sehen uns am Schluss nochmal. Gut, das wäre jetzt der X-Endstop und nicht der Y-Endstop. Na, da haben wir es kurz gehabt. Na. Ja, das ist jetzt gerade meine Schusseligkeit, weil ich hier entsprechend nicht das Ding so glatt gehalten bekomme mit den Dingern. Ich muss mir mal die anderen Aufsätze besorgen, die waren jetzt da nicht dabei, leider Gottes, mit denen man die Kabel quasi festhalten kann, mit solchen Zangen. Das soll aber kein Abriss sein, man hat gehört, die Endstops funktionieren. Die markiere ich jetzt nochmal alle richtig, damit auch wirklich das richtige Kabelpaar komplett durch zum richtigen Kabelpaar führt. Und dann wäre das soweit auch gelöst. Morgen mache ich den ganzen Kram weiter oder übermorgen, mal gucken. Habe ich ja ein bisschen Wochenende, habe ich ein bisschen Zeit. Wir kümmern uns morgen aber mal um das Display. Da habe ich jetzt heute die letzten Teile dafür ausgedruckt. Das wird hier vorne ein bisschen vorstehen. Ja, da gibt es keine andere Möglichkeit erstmal soweit, außer ich kriege es irgendwie hin, diese Teile zu verkürzen, dass das Display halt genau in diese Bucht reinpasst. Tut es momentan nicht, weil die Teile von dem 2.2er ein bisschen breiter sind als die vom 2.4er. Also hier links und rechts diese Schürzen. Und das tut dem Ganzen aber keinen Abriss, weil ich werde das Display wahrscheinlich eh immer die ganze Zeit vorstehen lassen und das funktioniert einwandfrei. Ja, das kriegen wir hin. Das kriege ich gebacken.
Das bedeutet, morgen werden wir das Display soweit montieren. Da kommen dann die Einlässe, die ich gestern gezeigt habe, in das Rear-Gehäuse, also in das hintere Gehäuse. Und dann wird da ein Spacer eingebaut, das Display rein, Kabel dran, Deckel oben drauf, Nöpsi oben drauf und dann kann man es ans Board packen. Genau. Ja, das soll es soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen was für euch mitnehmen davon. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Happy Printing!